Hallo Freunde meines Kanals und Entschuldigung, liebe Modellbahnfreunde. Mit diesem Video weiche ich abermals von der Modellbahn ab. Aber 2020 war für mich neben der Modellbahn auch ein interessantes Pilzjahr. Nun habt ihr zwei Möglichkeiten. Schaut euch das Video an oder halt ab. Bleibt ihr dabei, wünsche ich gute Unterhaltung. Na dann, ich bin gespannt. Ja, bereits im Januar hatte ich Glück, denn ein Besuch in unserer Gartenanlage ließ mich Freudensprünge machen. Ich fand erstmalig Samtfußrüblinge, wenn auch verdammt wenig, dafür aber sehr schmackhaft. Und zum Teilen, naja, ich weiß ja nicht, passte gerade so bei mir nicht. Schnee war im Januar Mangelware. Ich nutzte die Gelegenheit, mich doch verstärkt nach Baumpilzen umzuschauen. Schon im vergangenen Jahr sammelte ich Birkenvorlinge und war auf Schakas. Nun fand ich doch tatsächlich die Schmetterlingstrapete, was ja ebenfalls ein interessanter Vitalpilz ist. Natürlich landete sie in meinem Korb. Überrascht war ich abends, als ich die beiden Mitbewohner entdeckte, die natürlich entsorgt wurden. Im Januar wurde es nun auch langsam Zeit, die mit Schnaps angesetzten Ammoniabären auszupressen und abzufüllen. Glücklicherweise ahnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich mir später vorgenommen hatte, jedes Mal, wenn das Wort Corona fällt, mir einen Schnaps zu gönnen. Ah, ich habe es nicht lange durchgehalten. Eine Woche lang, glaube ich, war ich besoffen. Aber dann bin ich zum Anti-Alkoholiker geworden. War wohl auch besser so. Anfang Februar führte uns eine Geburtstagsfeier ins baden-württembergische Land. Bei einem Spaziergang ergaben sich interessante Fotomotive von Pilzen, denen ich natürlich keine Ahnung hatte. Bis auf die Schmetterlingstrapete. Sie machte mich gleich auf die geplante Teilnahme an der Pilztour am 9. Februar mit dem Pilz von Snowcreen aufmerksam. Snowcreen, ich denke, einige von euch werden seinen Pilzkanal kennen. Und sicher sich auch schon angemeldet habe. Ich finde den Kanal einfach klasse. Und so ist dann auch die Pilztour gelaufen. Wir haben in den 2 Stunden doch eine ganze Reihe Pilze gefunden, von deren Existenz ich bis dahin nicht die geringste Ahnung hatte. Aber Snoopy kennt sich bestens aus, erklärt uns dies und das. Die Pilzwanderung war sehr interessant, aber gemerkt habe ich mir letztendlich nur die Pilzarten, die auch essbar oder als Tee verwertbar sind. Snoopys Videos enden immer mit dem Blick in seinen Pilzkorb. Den gönnten wir uns natürlich auch, allerdings bei einer Teilnehmerin, denn sie hatte sogar das Glück, Austernzeitlinge zu finden. Neu für mich waren hier die Judasohren. Ich weiß gar nicht, ob man das noch sagen darf. Judasohren. Aber naja, ich esse zumindest sehr gern, denn die sind oft beim Chinesen zu finden. Hier werden sie Mu'er-Pilze oder chinesische Morscheln genannt.
kleinen Wasserfall ging unsere Pilztour dann langsam dem Ende entgegen. Wir kehrten um und fuhren letzten Endes wieder nach Hause. Bei meiner Fahrt über die Landstraße konnte ich noch einige Bäume sehen, wo sich Misteln angesiedelt haben. Mitte Februar ergab sich ein Waldspaziergang um die Howaldklinik nahe Neustadt in Sachsen. Natürlich blieb neben der gesunden Waldluft es nicht aus, dass ich mich nach Pilzen umgesehen habe. Schade nur, dass die von mir entdeckten Austernzeitlinge schon zu alt waren. Aber das war ja klar, wenn ich schon mal welche finde, habe ich halt gleich wieder mal Pech. Aber Spaß hat der Spaziergang dennoch gemacht. Und hier wieder mal ein Baum. Etwas unerreichbar, aber wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein schiefer Schillerpoling, kurz Schagga genannt. Bin mir leider nicht sicher, ob's so ist, aber naja, irgendwann werde ich nochmal den Baum aufsuchen müssen. Ja, der liebe Mai. Mit Maipilzen ist in meiner Gegend nicht zu rechnen in dieser Zeit. Dafür aber mit jeder Menge Giersch. Jungen, frischen Giersch. Und der wird bei mir immer zu Spinnern verarbeitet. Und die kleinen Eidechsen hier, die ahlen sich in der Sonne. Ja, und schon wieder gibt's Giersch, Giersch, Giersch. Ein wunderbares Kraut, was auch gesund ist. Zur Abwechslung hier mal mit Gulasch und Reis. Ja, und im Mai wurde Corona auch langsam zum Albtraum. Und für mich erlangte die Stärkung meines Immunsystems seit dieser Zeit mit der Schmetterlingstramede, dem Birkenpoling oder einem Tee vom Chaga eine ganz besondere Bedeutung. Anfang Juli hielten bei mir die ersten Schälpilze Einzug. Naja, ich gebe es zu, viel war es nicht, aber der Mensch freut sich. Und ich musste mich noch gedulden bis zum September. Ja, und als der ran war, hörte man natürlich viel von Leuten, die in den Pilzen waren und ich sag fast zentnerweise das Zeug rausgeholt haben. Ja, ich habe mir es noch nicht getraut und als ich mir es getraut habe, bin ich nur mit dem Beutel in den Wald gegangen und habe sowas gesehen, sowas eingepackt und mit nach Hause genommen. Ja, Pilzfreunde, nehmt mir's nicht übel. Wer geht schon mit dem Beutel in den Wald Pilze suchen? Aber ich hätte mich geschämt, wenn ich ohne Pilze rauskomme. Wie sieht das auch aus, wenn man mit dem großen Korb in den Wald geht und dann zwei, drei kleine Pilze drin liegen hat und wieder nach Hause kommt? Naja, so war es wenigstens sehr ergiebig. Ja, und weil ich dachte, dass ich nun alles schon an der Stelle abgeerntet habe, bin ich zwei Tage später doch wieder dorthin mit dem Beutel. Und was soll ich sagen? Er war wieder voll. Ja, ich hätte einen Korb nehmen können, aber was soll's? Naja, weit hatte ich es ja nicht nach Hause, sodass ich die Pilze nicht lange transportieren musste. Und somit hielten sich die Druckstellen auch in Grenzen, um nicht zu sagen, es gab eigentlich gar keine. Es waren ja auch nur Steinpilze.
hatte das Pilzfieber auf alle Fälle erwischt und da es immer so viele Pilze waren, die ich gefunden hatte, blieb es natürlich nicht aus, dass man neben Putzen, Pilze essen, auch diese zum Trocknen ausgelegt hat. Somit war der Jahresbedarf für kommende Mahlzeiten schon gesichert. Ende September fand ich die ersten Schopftintlinge, was auch ganz vorzügliche Speisepilze sind. Leider bin ich auf dieser Wiese etwas zu spät angekommen, denn hier sind sehr viele schon zerfallen, also nicht mehr verwertbar. Aber die Ausbeute ist dennoch so ausreichend gewesen, dass ich 2 Tage lang schöne Portionen von der Wiese holen konnte. Und da ich bei der Gelegenheit auch gleich die ersten violetten Rötelritterlinge gefunden habe, war es logisch, dass ich in den nächsten Tagen in die violetten Rötelritterlinge gehe und natürlich sehr fündig geworden bin. Es ist natürlich immer wieder faszinierend, wenn man an alte Stellen zurückkommt und die Pilze sich dort schon wieder in ihrer vollen Pracht zeigen und man dann wieder feststellt, eigentlich ist mein Korb viel zu klein oder ich hätte 2 Körbe mitnehmen müssen. Naja, aber so voll wie der war, hat es mir dann letzten Endes doch gereicht und es wurde eine sehr schöne Mahlzeit. Bei einem Spaziergang unmittelbar in unserer Wohnumgebung haben sich auch einige schöne Pilze sehen lassen. Leider kannte ich nur die wenigsten davon, habe deshalb alles stehen lassen und nur ein paar Fotos gemacht. Schopftintlinge und ein paar violette Rötelritterlinge haben dann doch den Weg in meinen Korb gefunden. Ein kleines Waldstück war ja auch gleich in der Nähe. In unserer Gartenanlage ließen sich dann noch ein paar Violette finden, die natürlich auch wieder zubereitet wurden und eine wohlschmeckende Mahlzeit ergaben. Anfang November hatte ich dann nochmal wahnsinniges Glück beim Pilzesuchen. Fanden sich da erst nur ein paar Rotfußröhrlinge, zeigte sich bei mir schon die Enttäuschung, großer Korb und nichts drin. Aber dann, ich kam an eine Lichtung und ihr glaubt's nicht, dort fand ich jede Menge Hallimasch. Hallimasch, ein Pilz, der bei uns in der Gegend sehr gern genommen wird, allerdings auch besonders zuzubereiten ist. Ich wasche die sozusagen kurz, dann werden sie gekocht. Und das erste Kochwasser wird nach einigen Minuten weggegossen, weil da sollen irgendwie die Bitterstoffe drin sind oder irgendein Zeug, was wohl nicht sehr bekömmlich ist für manche. Und anschließend dann ganz normal gebraten. Einen Tag danach habe ich die Pilzsaison 2020 mit der erneuten Ernte von Hallimasch abgeschlossen. Der Weihnachtsmann war allerdings anderer Meinung, denn er brachte mir eine Pilzbrut, mit der das Pilzjahr 2021 eingeläutet wird. Könnt ihr denn schon unsere hübschen Champignons erkennen? Mann, die wachsen ja schon in die Höhe. Hier ist was los auf dem Beet. Oh, guck mal. Wo ist er? Hier. Oh, 5 mm ist er schon hoch. Wow. Na, alles bald erntefähig. Ich bin ja gespannt, was sich daraus noch ergeben wird. Es sollen ja 3 bis 5 Ernten möglich sein. Aber so wie das im Moment so nach 5 Wochen aussieht, na, muss ich mich wohl noch ganz schön gedulden. Und
Ja, möchte damit das Video beenden. Wer es bis hierher geschafft hat, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch schöne Winterwochen. Vielleicht gibt es bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger Schnee. Viel Spaß damit und ja, bis demnächst mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ach, und bevor ich es vergesse, schau doch mal bei Snookery vorbei. Wer Interesse hat, kann eventuell in diesem Jahr an einem Wochenendseminar teilnehmen. Dürfte ganz interessant werden. Ich bin auf alle Fälle ganz gespannt und vielleicht sehen wir uns bei ihm.